Der Name war ein riesengroßes Geheimnis bei Opel, als bekannt wurde, dass es einen neuen Kleinwagen geben wird. Opels neuester heißt Karl. Der kommt zwar erst im Sommer zu den Händlern, aber wir dürfen heute schon mal einen Blick drauf werfen. Und so sieht er aus. Bilder gibt es inzwischen viele. Gefahren sind bisher nur Opel-Mitarbeiter oder Models für erste Fahraufnahmen. Bewegen durften wir ihn zwar noch nicht, aber Autobild-Mitarbeiter Stefan Diehl durfte anfassen und ausprobieren. Opels Kleinster wird in Korea gebaut und ist quasi der Bruder vom Chevrolet Spark. Hier bei uns in Deutschland wird Karlchen mit nur einer Motorisierung, einem Getriebe, drei Ausstattungslinien, 10 verschiedene Farben angeboten. Die Idee dahinter ist, dass das Auto einfach beim Händler so mitgenommen wird, wie er da steht. Jetzt schauen wir uns doch mal an, ist das hier auch Korea-Qualität oder ist es doch Opel-Qualität? Der Armaturenträger ist gummiert, das fühlt sich gut an. Hier edel im Klavierlack, Hochglanzflächen, großes Entertainment-System, Lenkrad-Fernbedienung. Der Produktmanager hat uns erzählt, es gibt auch eine Lenkradheizung gegen Aufpreis. Und wie wir hier sehen, gibt es auch eine Kombination aus Stoff- und Kunstledersitzen. Aber das ist den oberen Ausstattungslinie vorbehalten. Und dann können die Sitze auch beheizt werden. Klimaanlage ist auch drin, kostet natürlich auch Aufpreis. Vordersitze von Karl sind ordentlich, fühlen sich gut an. Das passt ganz gut. Ich bin ja 1,88 groß und habe mir den Fahrersitz mal auf meine Größe eingestellt. Jetzt wollen wir mal schauen, was der Fond von Karlchen zu bieten hat. Naja, da wird es dann schon gemütlich, aber für kurze Strecken wird es wohl gehen. Vorteil hier ist, das ist ein 5-Sitzer-Modell. Die Basis für 9.500 Euro hat nur 4 Sitze. 206 Liter passen hier hinten rein und wenn die mittlere Ausstattungslinie geordert wurde, dann lassen sich die Rücksitzlehnen im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegen. Dann entsteht eine fast ebene Ladefläche und dachhoch beladen sind 1013 Liter Stauvolumen im Heck des Karls. Und wer ein bisschen Aufpreis zahlt, der kriegt auch ein richtiges Ersatzrad in den Kofferraum. Opels Philosophie ist simpel, das Auto aus dem Baukasten. Deswegen gibt es im Karl auch nur eine einzige Motorisierung. Ein Dreizylinder, 1 Liter Hubraum, 75 PS. Beschleunigt den Karl auf eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Der Motor ist von der Opel-Mutter General Motors entwickelt. Ist ein 1 Liter Sauger, nicht aufgeladen und erfüllt die Euro 6 Norm. Im Schnitt soll er 4,5 Liter Benzin verbrauchen, allerdings super. Wir kennen den Corsa, den bewährten Klassiker im Kleinwagensegment. Wir kennen den Adam, den neuen Lifestyle-Mini der Marke. Doch was soll jetzt eigentlich Opel Karl? Ganz klar, das ist das neue Einsteigermodell und er soll preissensible Kunden in die Showrooms locken. Was bietet der Wagen? Er ist pfiffig gestaltet, ordentlich verarbeitet. Es gibt einen 75 PS Motor, 5 Sitzplätze, alles in allem ein rundes Paket. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, was kostet denn der Spaß? Antwort: 9.500 Euro plus Überführung. Ich denke, das ist ein faires Angebot. Die Konkurrenten des kleinsten Opels heißen Hyundai i10, VW Up, Kia Picanto, Fiat Panda und Dacia Sandero. Ein enges Feld, in dem sich der Opel Karl behaupten möchte.